Ihr seht wahrscheinlich schon, ich bin woanders. Also auf jeden Fall starte ich woanders. Und scheinbar taucht man immer bei den NPCs auf, die dann bei der Hauptbasis sind. Ich bin nämlich offline einmal umgezogen und habe ein paar Ressourcen gefarmt. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe die meine Sachen hier rübergebracht und die Leute rübergebracht. Ich habe die nur so einen offenen Container gebaut, falls ihr euch da gerade wundert. Ich bin hier einmal umgezogen. Und zwar in dieses Biom, was ich ein bisschen hübscher finde. Mit den Efeu-Sachen und den Moos-Sachen und... Oh je, es ist gerade ein bisschen nebelig hier. Und man hat hier so die schicke Aussicht. Genau. Als... Das sieht hier gerade ein bisschen anders aus. Und scheinbar taucht man immer bei den NPCs auf, weil dieser Altar ist eigentlich Stufe 1. Und ich habe ja in meinem alten Spot, da steht da auch noch alle Stufe 2 Altar quasi. Genau, bauen steht an. Ich würde nämlich gerne die Fachwerksachen bauen. Und ich habe ja, also ich habe ja neue Steinblöcke eingesammelt. Ich habe neue Dächer eingesammelt und ich habe die Fachwerkblöcke eingesammelt. Und deswegen war ich Lehmfarmen. Habe ja auch den Lehmofen schon hingebaut. Die restlichen Sachen hatte ich schon. Die habe ich hier einfach erstmal platziert. Sieht total kacke aus wahrscheinlich, wie es aussieht. Ne? Mein Tag war heute richtig produktiv und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Ich würde gern bauen. Also entspannt, produktiv weitermachen. Aber ich finde echt, ich habe echt viel fürs Wochenende geschafft. Ne? Deshalb, ich freue mich. Ne? Und deshalb jetzt Belohnung. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt mache, wenn ich hier den Container in der Mitte stehen habe. Ich würde sagen, ich fange einfach mit dem ersten Häusler an. Er sagt, hier habe ich Lehm reingepackt. Ich habe ganz viel Lehm gefarmt und Steine gefarmt. Jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie es wird. Und halt einfach nur umgezogen. Also ich bin jetzt hier. Und hier hatte ich ja mal einen Einflammertage hingepackt. Da gibt es Kupfer. Da war der Obelisk. Und hier hatte ich den anderen hier unten. Da hatte ich auch kurzzeitig... Ach, hier. Nee, hier war das. Genau, die Sachen. Ich bin jetzt eigentlich, hier waren zwei Flammenaltare dazwischen gegangen, ein bisschen nach oben, den Ausblick genießen und eigentlich war ich hier unten. Und ich tauche nicht bei Stufe 2 auf, ich tauche bei Stufe 1 scheinbar auf. Ja, ich würde sagen, ich fange an. Vielleicht Nefelnschlunz drin. Sachen, die ich nicht wegpacken konnte. Und ich würde ganz gerne für die ihre Sachen bauen, die sie brauchen, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich irgendwas bestimmt... Ich muss 100% irgendwas freischalten. Also Balthasar müsste... halt keine Quest mehr offen, aber die anderen ignoriere ich ja ganz dezent, wie man das so macht. Ja. Das muss so. Das muss so. Ich sag einfach mal, das muss so. Was auch immer das hier soll. Hier kommt meine Bauleiste hin. Und zwar, ich habe ja schon so ein paar Blöcke. Ich habe die Fachwerkblöcke... hatte ich schon hergestellt, um zu gucken. Da brauchte man nur Lehm und Äste für. Hatte ich gefarmt gehabt. Und wir haben hier die Steinblöcke auch eingesammelt. Und dieses Dachding hatte ich auch eingesammelt. Aber scheinbar nur eine Blaupause und gar keine Blöcke. Die muss ich auch herstellen. Hier Stein... Nee. Was war das? Dachschindelblock. Genau das hatte ich eingesammelt, als wir letztes Mal on Tour waren. Gebrannte Ziegel. Und ich habe hier ein paar reingepackt gehabt. Ja, läuft doch. Genau, ich war halt nur Farben, das habe ich offline gemacht. Als Pause zwischendurch, gestern Nacht. Da wollte ich jetzt nicht einfach so den Stream starten. Ich dachte, bauen könnte vielleicht ganz lustig werden. Und zwar würde ich, glaube ich, hier an die Seite direkt das erste Häusle setzen. Ich möchte ganz gerne die so ein bisschen unterteilen. Ich würde nicht für jeden einzelnes Haus machen. Aber die brauchen Platz und ich möchte gerne einen richtig coolen Kräutergarten machen. Und da kommt dann die Bäuerin hin. Also es muss schon recht groß sein. Und ich glaube, ich werde einmal diese Flamme erweitern. Was brauchte ich nochmal dafür? Eine Miasma-Seele. Na, die habe ich ja. Das ist nicht das Problem. Ich muss nur einmal aufpassen. Ich habe da hinten nämlich Kupfer. Ah, ob das hier dann hinragt oder nicht. Könnte knapp werden, wenn ich jetzt einmal Stufe 2 hätte ich hier schon ganz gerne. Damit ich Balkon bauen kann und ich möchte ganz gern hier auch runterbauen in die Felswand rein. Also es gibt Keller und einen Kerker wegen den Katakombenblöcken. Das habe ich auch vor. So, ich guck mal. Ah, shit, das Kupfer ist betroffen.
Naja, die Hälfte vom Kupfer ist betroffen, die Hälfte nicht. Also hier könnte ich noch abbauen. Dann hätte ich den vielleicht auf Stufe 1 lassen sollen. Aber der große Baum ist jetzt geschützt hier. Ich habe so einen eigenen Lebensbaum. Cool, freue ich mich. Aber ich wollte das so ein bisschen balkonartig bauen. Ist super gut wieder eingeschätzt. Liegt mir ja immer wieder. Was soll's? Ich habe ja einen Schnellreiseport zu dieser Kupfermine. Da gibt es ja unendlich viel. Ist nicht so geglückt, wie ich es mir vorgestellt habe. Fangen wir an. Ich brauche einen Boden. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich den Boden nehme, also den Stadtmauerblock. Das Fachwerk, den kann ich auch direkt reinpacken. Oder grob geschnittener Steinblock. Ich bin auch am Überlegen, das von den Feuersteinen eventuell zu nehmen, aber die habe ich nicht gefarmt gehabt. Ich habe nur normale Steine gefarmt gehabt. Ich gucke mal, wie das ausschaut. Aber für im Haus sieht das eine, glaube ich, schon ein bisschen besser aus. So. Wie ging das nochmal? Ah, ja, okay. Ich nehme mal direkt ein Vierer-Ding. Und zwar, ja, Fundament. Ach so, ich hätte zu wenig. Geil. Ich brauche erstmal, bevor ich hier irgendwas machen kann, noch mehr Steinblöcke. Das reicht nicht. Ich habe nur die Kupfersachen, nicht Kupfersachen, die Fachwerksachen hergestellt. Was brauche ich denn für Ober? Nee. Grob geschnittener. Das hier, glaube ich. Stein und Schutt. Oh Gott. Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht gehabt, ne? Was auch richtig komisch ist, die Steine kann man so tausender Stacks machen und vom Lehm nur 50. Ich habe so viel Lehm gesammelt. Glaubt man kaum. So, Schutt. Dann mache ich mal ein paar Blöcke. Ich weiß nicht genau, wie viel ich jetzt brauche. Also eine Menge, ne? Das sollte für 5 Häuser reichen. Bisschen mehr über. Ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es reicht definitiv dann für 5 Häuser. Die brauchen ja alle einen Unterschlupf, ne? Bin ja nicht so. Ich bin nett und gebe denen dann alle ein Plätzchen. Wie war das nochmal so? Steuerung. Und zwar diesen Boden. Mal gucken. Ja, dann würde ich hier das direkt einbauen. Ja, genau, das sieht doch schick aus. Okay, ich brauche auch recht viel, ne? Würde ganz gerne so einen Wintergarten. Ja, so. Und dann noch eins. Also hier kommt dann später noch ein Balkon hin, aber ich möchte das ganz gerne so ein bisschen draußen haben. Ich glaube, die Größe. Echt die? Kommt hier noch ein Garten und so hin. Bin mir da immer so unsicher. Ich mache mehrere Häuschen. Das wird das Gartenhäuschen mit Wintergarten. Ja, und später entscheide ich mich um und mache irgendwas komplett anderes. Ich bin auch eher ein Fan davon, die Wände zu benutzen und mir dann die Fenster bzw. Türsachen da reinzukloppen. Komme ich irgendwie ein bisschen besser mit klar. Bereue ich es auch gleich.
Und es cool wäre, wenn das hier natürlich ein bisschen. Ja, da kommt dann auf jeden Fall ein Holzfußboden gleich hin. Also ich aber, da weiß ich nicht, welchen ich nehmen soll, ne? Ist auch so eine Sache. Ah nee, dadurch, dass ich jetzt Bretter wegen der Säge kann, haben wir da auch einen anderen Holzblock. Den habe ich mir noch nicht angeschaut. Da gibt es noch einen anderen, weil das Miasma-Holz wollte ich. Das ist so dunkel ein bisschen. Durch die Säge, die wir beim letzten Mal besorgt haben für den Schreiner, gibt es da jetzt auch wieder mehr Auswahl. So. Sich erstmal so. Da hinten weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das machen möchte. Da. Hier, deshalb, ich das jetzt mache wegen der Wand und dem Holzfußboden, was hier hinkommt. Mit Veranda oder Balkon, je nachdem, wie man das jetzt nennen möchte. Dann, ja, die Mitte. Gott. Ich packe hier dann eine Doppeltür auf jeden Fall rein. Ich glaube, das ist die Mitte. Ah, nee. Sind ja immer Dreier. Die Türen hier. Obwohl die Doppeltür. Warte mal, die Doppeltür. Oder kann ich vielleicht sogar hier auch andere. Warte, beim Schreiner auch andere Türen. Das habe ich mir ja noch gar nicht angeschaut. Jetzt durch die Säge und so. Was Schickeres. Leitern auf jeden Fall endlich. Geheimtüren. Stein, Holz, Steinbodenpassage. Das mache ich dann für die Räume, die unten im Keller sind, mit den Katakomben. Sieht natürlich cool aus. Normale Türen? Hier, sowas. Polierte Holzdoppeltür. Geschnitzte Holzdoppeltür. Ja, für draußen würde ich lieber die da nehmen. Dafür brauche ich zwei polierte Holztüren. Holzscheite, Nägel und Teer. Oh Gott. Teer hatte ich, glaube ich, irgendwo aus Versehen mal mitgenommen. War ansonsten auch noch nicht hergestellt, ne? Jetzt mal die Holzscheite rüber. Nägel habe ich noch. Tja. Das eben da. Einmal hatte ich. Wie stelle ich Teer her? Ich habe es einmal verkokelt. Ich glaube, an irgendeinem so Ofen, oder? Rezepte durchsuchen. Teer. Holzscheite und Erde. Ja, dann gebe ich hier doch ein paar Sachen mal rüber. Hier. Danke. So, Türen. Dann schon mal schauen, wie die aussieht. Das ist zwar nur eine, aber ich kann mir das ja schon mal angucken. Das ist eine? Vielleicht doch keine Doppeltür? Mit so einer großen Tür habe ich jetzt nicht gerechnet, ne? Eine Doppeltür oder? Ich meine, ich baue ja keinen Palast. Das ist ja das Ne, das wird ein Nebengebäude, das wird ja kein Hauptgebäude. Finde ich ganz schön gigantisch gerade. Ich glaube, eine Tür würde reichen. Ich mache das erstmal ein bisschen größer hier. Und ich hoffe, ich treffe gleich die Mitte. Habe ich das echt zählen, ne? Ich bin vorhin eins nach da gegangen, also muss ich eins nach hier gehen. Aber das sind vier in der Breite, glaube ich. So, jetzt passt sie genau rein. Also noch keine Fenster da, schwer zu entscheiden, als ob Doppeltür oder nicht. Ich würde hier keine Doppeltür hinmachen. Also muss ich mir anschauen, wie es, glaube ich, dann aussieht wegen den Fenstern. Aber fände ich jetzt ein bisschen, glaube ich, zu viel des Guten.
Da reicht eine. Dann gucke ich mal, was der noch für fancy Fenster hat. Fenster. Geschnitzter Holzfensterrahmen. Kunstvoller Holzfensterrahmen. Holzbretter, Harz und Nägel. Die sehen doch gut aus. Wir haben oben so ein buntes Ding. Jetzt habe ich ein bisschen was. Und Bretter habe ich hier ein bisschen was, glaube ich, reingepackt gehabt. Oder beziehungsweise auch schon rausgeholt. Ja, ich habe noch 48. Ein Harz könnte... Ja, doch. Wird. Schau ich mir mal... Ich hätte gern diese länglichen, aber ich weiß nicht, ob man die dann später herstellen kann. Ich hatte in irgendeiner Ruine mal so eine andere gesehen gehabt. Ich nehme erstmal 4, um mir das anzuschauen. Weil ich würde gern 2 nebeneinander haben, weil mir das wahrscheinlich sonst wieder ein bisschen zu klein ist, das Fenster. Oh, oh Gott. 1, 2, 3. Ich weiß nämlich jetzt nicht, ob die größer sind oder so wie diese Basic-Fenster, die man am Anfang bekommt. Naja. Ich glaube, so wäre das drinne, ne? Ist doch nicht sonderlich groß. Hier ist ja ein Nebenhaus. Ist okay, wenn die ein bisschen klein sind. Also ich würde dann 2 nebeneinander packen. Dass man sich so vorstellen könnte, man würde die so öffnen halt. So Fensterlehnen oder so. Fensterlehnen wären auch nice. Aber ich glaube, sowas gibt es nicht, oder? Habe ich zumindest noch nirgends gesehen. Nee, da wollte ich nichts hinpacken. 2 frei. So, ja. Eins da. Ja. Ich hätte halt ganz gerne hinten. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache mit meinem, nennen wir es Wintergarten. Also es wird, glaube ich, eher offen sein. Komplett, weil ich das ja nicht anders bewerkstelligen kann. Wie sich das anhört. Ich kriege kein anderes Wort ein. So. Ich mag das halt jetzt nicht so, dass da in der Mitte das so dick ist. Aber ich glaube, dass auch ohne Raster... Nee, ich krieg's halt nur dann ganz mittig rein. So. Naja. Passt schon. Nee, wegen dem Wintergarten. Ich glaube, ich werde das hier so abschrägen und später ganz offen lassen. Nachdem und dann hier alles ein bisschen häuslicher einrichten. Soll in dem Gebäude sein, ist ja kein Hauptgebäude auf jeden Fall. Dann brauche ich nochmal 4 so eine Fenster. Fenster voll cool, aber ich glaube, es gibt nur diese Größe von Fenstern. Also gar nicht, dass man sagen kann, ich hätte gern 4x8 oder was weiß ich, wenn man wirklich so eine ganz lange Sachen machen möchte, ne? Also wisst ihr, was ich meine? So eine länglichen Fenster, was man halt zu Hause auch hat. Manche, nicht alle. Aber in alten Wohnungen, also kenne ich das Altbau, ne, hast du ja auch diese ganz großen Fenster, damit du auch Licht drin hast. Du bist ja mit den 2,5-3 Meter Decken, wo oben Stucker oben dran ist und dann schicken Dielen und wo alles krumm und schief ist. Wo man sich überlegen muss, richte ich das Gemälde jetzt an der Decke aus oder an der Boden? Nicht die Wasserwaage, ne? Das ist also, ist eher alles schief. Hat aber Charakter. Nee, aber da sind auch so eine großen Fenster und das würde ich ganz gerne mitmachen. Ne, das wäre ganz, fände ich voll cool. Aber ich hatte mit dem einem Häuschen das mir ein bisschen so gebaut gehabt. Fensterlehnen kann man reinpixeln. Oh je, ob ich da so kreativ genug bin, weiß ich noch nicht.
Ich habe auf jeden Fall einiges vor, wieder mit den Steinsachen. Da muss ich mal gucken, ob ich das so hinbekomme. Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ne? Mal schauen, ob ich das hinbekomme. Wie viel Abstand habe ich jetzt hier genommen? Eins, zwei, drei, vier. Und auf welcher Höhe hatte ich das? Der hier, glaube ich. Ja. Das ist das Nebengebäude. Ich übertreibe mal noch nicht mit Wintergarten und wahrscheinlich einer geheimen Falltür. Je nachdem. Je nachdem. Und ich glaube, Zweier Abstand hatte ich, oder? Ja. Aber ich mag das nicht. Ich mag das auch nicht, wenn Wohnungen so dunkel sind. Das sagt die Person, die selten rausgeht. Aber ich finde es schön, wenn in der Wohnung normales Licht ist. Also so natürliches Licht. Ja. Naja. Und glaube ich, manche denken, ich wohne in einem Keller mit LEDs. Ja, ist auch, ja, quasi eigentlich schon, aber ich finde es eigentlich ganz schön. So, ist doch okay. Ich würde schlafen gehen, bevor ich oben anfange, jetzt das Fachwerk aufzupacken. Ich möchte bitte in Ruhe schlafen. Ich wollte es nicht aufnehmen. In Ruhe schlafen, okay, Leute? Gucken die mir jetzt zu. Das ist gar nicht gruselig. Gar nicht, überhaupt nicht. Aber wenigstens sind sie leise. Ich muss ja auch irgendwo hinpacken, bis wenn ich hier ankomme. Und hier muss ich mir auch noch was überlegen. Ich glaube, ich baue hier so eine Art Park hin, wo die Flamme in der Mitte ist. Mit ganz viel Blümchen. Aber wenn man hier ankommt, dann hört man die schon. Das stresst mich innerlich ein bisschen. Wir können ruhig mal ein bisschen warten. Das passt. So, die obere Etage. Fachwerkblöcke. Was wir da nehmen? Bitte in groß. Ach, ich komme mit. Und ja, 2 Meter. Ja, doch, oder? Mache ich das lieber getrennt und mache das halb-halb. Ich will das so ein bisschen versetzt haben. Ich will das nicht. Ah, ich gehe mal auf die eine. Ja, nicht ganz. Ich hätte ganz. Ne, so versetzt dann auch wieder nicht. Und kann ich nicht da oben jetzt. Ach nee, das kann ich nicht, weil es keine Wand ist. Ja, dann nehme ich die Zweier und werde wahrscheinlich dann was abbauen. Schaut das aus? Irgendwie. Muss ich das selber ein bisschen drehen, oder? Das passt irgendwie nicht. Das. Gibt es nur 2 Sachen vom Fachwerk? Also von dem Muster? Ist das gerade richtig? Wenn ich das drehe, bekomme ich auch das eine nur zurück. Es gibt nur 2 Sachen vom Muster. Okay. Ich wollte es nämlich eigentlich so ein kleines bisschen durcheinander machen. Naja, okay. Jetzt ist hier natürlich das Ding drauf. Ich mache das mal ohne das Einrasten, dass man die da. Jetzt habe ich hier nämlich diese komischen. Wirbels. Die will ich nicht. Ich mach das mal ohne Einrasten. Ich pack das. Ja, ich probiere das mal, wie es ausschaut, wenn man es weiter nach vorne packt. Das gefällt mir nämlich gerade nicht. Dass da diese,
Balken kommen. Aber ich glaube, muss mir erstmal eine Decke bauen, damit das was wird. Und von hier kriege ich das nicht hin. Ich will sie auch nur ein Stückchen. Warte mal, wie würde das aussehen? Ah, das ist mir zu viel. Aber so ist schon mal ein Stich. Sieht das auf jeden Fall ein bisschen besser von unten aus mit den Balken. Ja. Ich baue mir aber erstmal kurz eine Decke. Sonst wird das nichts. Also mit einer Treppe, dass ich das von oben machen kann. Wo war die Decke? Das hier? Das ist gleich die Decke, ne? Ja. Ich will aber keine Steindecke. Ich will Dielen. Was brauche ich für diesen einen Block? Zur Bretter. Es gibt diesen Hardcore anderen. Wenn ich jetzt die Säge habe, wird die auch schön benutzt. Veredelter Holzblock. Ich glaube, das ist das, was jetzt raus neu, auch neu ist. Weiß auch nicht genau, wie der ausschaut. Holzbretter und Holzscheite. Na dann. Ich brauche noch ein paar Bretter. Ja, Muster ist Zufall. Ich habe jetzt nur zwei verschiedene Muster gehabt. Deshalb habe ich mich gewundert. Aber ich gucke gleich nochmal, wie das aussieht, wenn ich das weiter nach draußen setze. Auch noch ein paar Bretter. Meine Bretter reichen nicht aus. Aber ich kann schon mal die Decke da so ein bisschen ein Ding hinsetzen, dass ich da schon mal oben irgendwie. Das wollte ich nicht. Oben irgendwie hin kann. Also ich habe gerade eben nur zwei verschiedene Muster bekommen. Deshalb habe ich mich gerade gewundert gehabt. Mal das einrasten. Ich weiß auch nicht, wie die Höhe jetzt ist oder ob ich das auch hätte ein bisschen nach höher setzen müssen. Das schaue ich mir auch gleich nochmal an. Das passt sich da auf jeden Fall schön an. Okay, das war definitiv nicht richtig. Ah, hier von außen sieht man es nicht. Ich hole mir mal mein Gerüst. Ja, mit dem Fachwerk muss ich gleich mal gucken, weil wie gesagt, ich habe da jetzt nicht so einen krassen Unterschied gesehen gehabt. So. Doch, der Boden sieht doch schicker aus. Jetzt war noch so gern so ein das Dielen. Ich hätte gerne noch so ein Parkett für später. Vielleicht gibt es es ja. Aber es ist das Nebenhaus. Wir übertreiben nicht. So. Nicht den Holzblock. Fachwerk wieder. So, und zwar nicht eingerastet, damit ich hier nochmal. Man kann wegen ein Stück nach außen. Wie sieht denn das aus jetzt wegen dem Boden, so wie ich den platziert habe? Jetzt sieht man da ja dann die Steinlinie. Aber es geht eigentlich, weil man hier das Muster hat. Lass mich mal gucken. Das sind doch ja nicht so viele. Das ist das gleiche Muster wie das. Und da hinten. Und dann gibt es das hier, das ist. Es gibt nur zwei. Ich sehe in dem Ding zwei Muster. Zwei verschiedene Muster. Vielleicht kommt da später noch was oder so. Oder wenn man hier ganz viel macht. Ich sehe nur zwei. Da hatte ich erst überlegt, die kleineren zu machen. Und dann selber so versetzt drauf zu packen, dass man das ein bisschen anpassen kann mit den Mustern. Also das ein bisschen alleine anpassen kann. Aber für mich gibt es nur zwei. Vielleicht sieht es ein bisschen anders aus, wenn man die Fenster noch reinballert. Also wenn man jetzt noch Löcher reinmacht.
Dann gibt es wahrscheinlich nochmal einen Unterschied. Würde ich mal sagen, weil da muss es sich ja auch nochmal anpassen. Aber wenn ich die nur hier hinpacke, ist nicht so unterschiedlich. Und da muss ich ja hier auch noch eins raus. Beziehungsweise, wenn man sie ineinander baut, sehen sie, glaube ich, auch unterschiedlich aus, oder? Weil das gerade auch ein bisschen anders da aussieht. Also, wenn ich die ineinander gebaut hätte, muss es hier noch ein bisschen raussetzen. Aber ich glaube, wenn ich die ineinander nicht so raussetzen. Nicht. Ja, och nö. Na, ich probiere mal von hier. Wenn ich die ineinander setze, dann habe ich ein bisschen. Dann. Nee, es gibt trotzdem nur zwei. Muss der. Aber jetzt sieht es auf der Seite anders aus als da. Das Fachwerk muss unterschiedlich aussehen. Aber es sieht ein bisschen anders aus, weil ich die jetzt anders ineinander gepackt habe. Mache ich mal nur auf der Seite nochmal was weg. Aber wenn man die ordentlich. Ordentlich? Sagt die Richtige. Hinpackt, dann ist das nicht so krass unterschiedlich. So. Ja, aber nach eins nach vorne gelappt. Ein Voxel-Ding. Ein Pixel-Ding hier. Sieht besser aus mit dem. Ach, mit diesen kleinen Balken, Dachbalken-Dingern hier. Wie man das nennt. Sollte kein, sollte nicht in die Architekturbranche einsteigen. Besser nicht. Ich finde es ein bisschen. Ich kann halt jetzt dieses Einrasten nicht nehmen, weil dann immer das andere genommen werden möchte. Glaube, ich baue den Boden hier gleich fertig. Sonst wird das hier nichts und stürzt sich ein paar Mal ab. Ich hoffe halt später, also ich muss mir noch was überlegen, wie ich es bei meinem Wintergarten mache. Ich glaube, dafür nehme ich halt echt die anderen Fenster und baue mir das wieder so ein bisschen anders, weil das soll lichtdurchflutet sein. Dafür kann ich die normalen Fenster nicht verwenden. Ach, ich liebe Fachwerk, ne? Nee, das ist jetzt aber nicht richtig hier auf das Ding. Muss, glaube ich, ins Raus. Hier. Wartet mal. Passt. Ja, jetzt kann ich ja richtig gut gucken. Passt. Okay. Es hat da irgendwie so ein, nennen wir es Art Balken. Genau in der Ecke. Also, man sieht ja die Fachwerkholz. Das ist so ein bisschen dunkler. Das hat man auch hier genau in der Ecke. Und hier in der Ecke hat man das von dem Modul, aber vielleicht sieht. Und nicht das von den Balken, also dieses, was an der Seite ist. Das ist die andere Holzart. Das ist jetzt nicht gleich. Passt sich das vielleicht noch an, wenn ich was daneben packe? Da noch mal reinpack. Nee. Hä, warum ist es da jetzt anders? Ich muss ich das noch mal drehen? Nee, ist nicht. Das mag ich jetzt aber nicht, ne? Dass hier in der Ecke das nicht so ist, wie ich das gerne hätte. Weil ich dieses Ding, glaube ich, brauche. Das ist natürlich jetzt, das macht mich fertig, ne?
Hier ist es ordentlich mit dem Holz vom Fachwerkholz. Ding. Und da ist das andere. Das sehe ich doch. Wie kriege ich das jetzt? Natürlich auch an dem Ding mitliegen. Also man hat dieses Endteil da leider. Das will ich da nicht haben. Ein bisschen bingelig, aber auch nur ein bisschen. Das, also es ist halt, weil ich das andere Holz auch schöner finde. Ne? Hey, ich krieg's nicht, aber ich mach's überlappend. Es ist auch nur auf der Seite hier. Wenn ich das ganz krass da reinbaue. Muss ein bisschen erweitern hier, sonst sehe ich nichts. Ja, dann habe ich es ja trotzdem noch. Okay, damit muss ich, da muss ich hier damit leben auf der Seite. Dass das anders aussieht. Beziehungsweise ich mache erstmal die andere Ecke. Weil hier ist halt schick. Ich will ja sein, dass ich mich hier zu dämlich anstelle. Ein bisschen komisch. Mach mal die andere Seite zuerst. Los. Da ist es auch. Nur da ist es nicht. Wir nehmen das jetzt mal so hin. Ich glaube, das ist. Ich weiß nicht, woran es liegt. Na, das kann ja sehr. Was weiß ich wieder für Gründe haben. Bitte einmal mein Gerüst drehen. Danke. Also hier hat man das jetzt auch auf der Seite. Nur da hinten in der Ecke habe ich das nicht. Ist das weit genug? Dass es außen ist, ist ja klar. Damit habe ich auch kein Problem. Nehme ich jetzt so. Passt. Oder einfach dann Deko hin. Das wieder eins überlappen. Weiß jetzt nicht, ob ich da hinten eins zu viel gebaut habe. Gleich anschauen. So. Mal schauen. Nee. Ist nicht so weit gebaut. Nee. Sieht gleich aus von außen. Bin ja gespannt, wie sie es dann gleich noch anpasst, wenn ich die Fenster reinpacke. Ob es da irgendwie dann nochmal einen Unterschied gibt. Ja, man, nehme ich das jetzt auf der Seite auch so. Ich habe nur wieder die eine Ecke, die anders ist. Wie ich es gerne eigentlich hätte, aber es kann jetzt wieder so Zufall sein, wie mit den einen Fenstern. Was ich damals bei der anderen Basis hatte. Einfach so nehmen, wie es ist. Fachwerksachen haben Charakter. Da ist nichts gerade, da ist nichts symmetrisch. Das ist klein, krumm und schief. So muss das. Deshalb ist es ja auch so schön. Ganz besonders. So. Ja, wie gesagt, hier weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wie ich dann da vorgehe mit dem Ausblick und dem eventuellen Wintergarten, wie ich das dann gestalte. Ja, aber so von außen mit eins rübergelappt. Ja. Dann kommen da die Fenster rein. Wahrscheinlich. Da würde ich dann aber andere Fenster reinpacken, ne? Wegen der Farbe, dass es oben mit dem Holz zusammenpasst. Was da ist. Also ich würde ungern jetzt, also ich muss schauen, was ich zu Hause habe, nicht unbedingt die Fenster nehmen. Weil es passt vielleicht nicht so. Muss ich mir gleich mal anschauen. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Bretter, damit ich die Decke fertig machen kann. Ah, ich habe auf jeden Fall ein paar. Juhu. Der Schreiner ruft immer Juhu. Well,
Ne, das mache ich ja hier an der Werkbank. Da brauche ich ihn ja nicht. Was fehlt denn jetzt? Aber... erstmal. Ist ja nur für die Decke. Ey, ja nicht. Wir machen ja ganz gechillt hier. Und zwar bitte... Nee, das war's. So. Und einrasten? Ja. Ich würde es halt mit den Steinen da sogar neben den Rand, weil das so eine verzierten Steinchen sind. Ach du Kacke, jetzt krieg ich das... bitte nicht mehr einrasten. Ja, ist perfekt. Habe ich hier eine unterschiedliche Größe drin? Fantastisch. Ich glaube, da unten wird es gleich richtig dunkel. Mit den Lichtern muss ich auch schauen. Da konnte ich ja auch noch nicht so viel. Von unten. Also abgesehen davon, dass es jetzt hier arschdunkel ist. Also. Ja klar, da kommt jetzt noch Licht rein. Aber ja doch. Besser als das andere. Das wäre sonst so richtig so erdrückend, wenn ich dafür das andere Holz genommen hätte. Das wäre so. Doch vielleicht etwas zu dunkel. Metallschrott. Dass ich gleich Nägel brauche. Ich brauche hier wirklich ziemlich viele Bretter, ne? Da mache ich so lange hier schon mal die Fenster an der Seite mit rein. Da würde ich jetzt in dem Stil bleiben und die so machen wie hier. Also so zwei nebeneinander. Jetzt kommt es auch komisch. Vielleicht einfach direkt in die Mitte. Gar nicht zu viel. Gott. Jetzt mittig, ne? Eins. Vier. So. Sind ja 2x3, ne? Ja, 2x3. Das heißt, 4x3 sollte ausreichen. Gehen wir zu dem Schnuckelchen hin. Beziehungsweise erst zu dem Schmied. Ich brauche nämlich wahrscheinlich ein paar Nägel nochmal. Dankeschön. Und jetzt hätte ich gerne nochmal die Fenster. Die anderen würde ich mir halt... Ich weiß noch nicht, ne? Ihnen brauche ich auch die Bretter. Oh Gott. Ja. Bin ich noch gespannt, ob das alles noch ausreicht hier. Und wann ich nochmal farmen gehen darf. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich genug habe, dass ich erstmal bauen kann. Hier würde ich auch noch hier Fenster und da drüben und hier nicht, weil ich noch nicht weiß generell, wie ich das hier gestalten möchte. Wahrscheinlich geht es auch noch ein bisschen raus, aber das würde ich mit den einzelnen Blöcken dann machen, mit den kleinen. Und es wäre auch holzlastiger. Zu dem Zeitpunkt hin. Aber dann könnte ich ja eigentlich mit den veredelten Holzblöcken... Könnte man die Fensterläden ja nachbilden. Also hier so an der Seite halt. Ach nee, es sind ja doppelte. Doppelte sind immer... die klappt man da nochmal so extra ein. Aber ich glaube, das erkennt man nicht. Das wäre auch too much. Weil sonst... Wenn ich ein Fenster gemacht hätte und es sind Fensterläden, dann wäre es ein Pixel auf jeder Seite. Da es Doppelfenster ist, müssten es zwei Pixel auf jeder Seite sein. Oder wenn jemand die Fensterläden kennt, die man so einander nochmal klappen kann. Das sieht aber zu doof aus. Würde ich wahrscheinlich nur in der Größe machen und sagen, muss man sich vorstellen, dass es die ineinander nochmal einklappbaren Fensterläden sind. Ich schaue einfach mal, wie es ausschaut. Ich schaue mal, wie es ausschaut.
Aber fände ich vielleicht ganz hübsch. Wenn man das jetzt so easy machen kann. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Sonst muss ich mir mal kurz überlegen. So könnte ich es halt machen, aber das geht ganz komisch ins Fenster rein. Müsste ich quasi noch mal Stein hinmachen oder so. Eigentlich wären es ja auch dann doppelte. Ja, doppelte auf gar keinen Fall. Aber das sieht hier beim Fenster, das gefällt mir nicht. Das muss glatt sein. Sieht es aus, wenn ich rein zufällig mal das Fach wegnehmen würde. Das könnte eher so sein, weil es nur oben und unten ist und es sieht dann aus wie diese. Ach, ich weiß nicht, wie das heißt, ne? Ich bin nicht. Ich arbeite nicht als nicht in der Schreinerei oder so. Ich habe da keine Ahnung von. Ich weiß, wie man Möbel zusammenbaut, wie man die umbauen kann und wie man coole Sachen machen kann, aber ich kenne die ganzen Wörter dafür nicht. Bin eher kreativ im Sinne von am Machen und nicht die Theorie dazu. Aber ich glaube. Ah, nee, jetzt wird daraus Fachwerk auf der Seite. Als es einzeln war, war es komplett holzig. Mist. Realistisch spielt man ein paar Stunden lang Hausflipper. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mir ja das Game geholt. Wegen dem Bauen. Mir war gar nicht klar, dass die Map, und die soll ja noch viel, viel größer werden, dass die so groß ist und dass man hier wirklich so viel machen kann und so verschiedene Dinge gibt und dieses Abbauen. Also, dass man wirklich alles auch kaputt machen kann, gefühlt. Das war mir nicht bewusst, ne? Wusste nur, ah, ich hole es mir wegen dem Bauen, weil man halt auch mit Materialien bauen kann oder mit den Steinsachen so krasse Sachen machen kann, was man halt in keinem Game irgendwie hinbekommt, weil es einfach nicht möglich ist. Aber ja, man kann eigentlich Hausflipper draus machen, aber Hausflipper kann ich jetzt nicht gut den Vergleich ziehen. Ich habe so meine Games nicht, ne? Bei Hausflippers wäre mir schon wieder zu anstrengend. Muss man da nicht noch aufräumen und so? Ich glaube. Ich nehme mal noch das Miasma-Block-Ding mit. Und den groben Holzblock. Und ich schaue mal, ob ich das so hinbekomme. Also vom Fachwerkblock würde das gehen, dass es nicht komplett reinragt. Aber das sieht man dann später. Das Fachwerk müsste einzeln sein. Ich muss sonst gleich gucken mit den anderen Blöcken nach und nach, ob mal, wie das hier ausschaut. Also mit dem. Ja, das wollte ich nicht. Mit dem veredelten Holzblock gefällt mir das nicht. Ja, das ragt so ganz, ganz komisch rein. Das möchte ich nicht. Veredelter. Mir erstmal. Mal da. Jetzt erkenne ich nicht. Ich glaube, die. Das wollte ich nicht. Das wird gerade nicht geladen. Das könnte gehen. Ich weiß aber auch nicht, was hier gerade gemacht wird. Also, das, die, genau das wird, dauert kurz, bis es geladen wird. Jetzt ist es geladen. Das würde gehen. Also vom. Die Farbe ist es halt, ne? Man erkennt es nicht. Man erkennt, glaube ich, nicht, dass es Fensterlehnen sein sollen. Aber hier ragt nicht dieses ganz viel kleine Zeug da einfach zum Fenster rein. Das ist die Sache. Aber es würde besser passen, nur die Farbe passt halt jetzt nicht. Und der veredelte Holzblock macht das so blöde. Das würde schon mal gehen, ne? Kann ich es anmalen? Also so in dem Look hätte ich das gern. Sonst muss ich schauen. Wie sieht denn das mit dem groben Holzblock aus? Oh Gott. Nee, ich brauche ja Bretter. Ich mache das immer mit dem veredelten Holzblock. Warum ist der veredelte Holzblock so penetrant? Und macht mir da mehrere kleine Kanten rein. Man kann natürlich auch sagen, die Fensterlehnen sind schon verwittert und deswegen sieht es mir erstmal Ding so aus.
Theoretisch ist es ja so, habt ihr euch die Dinger mal angeguckt und so, wie oft man die eigentlich wieder auch neu lackieren muss und behandeln muss und sowas und wieder abschleifen und so. Ich rede von diesen alten, wirklich Holzfensterläden. Wie sieht es mit dem Miasma besser aus? Wie würde denn das aussehen, wenn ich das jetzt verlängere mit dem Miasma? Vielleicht kriege ich ja auch später nochmal ein ander was anderes, was ein bisschen besser passt. Das kann auch sein. Ja, sieht man halt nicht, ne? Müsste man wissen, dass es diese auch einklappbaren gibt. Und hier unten die eine Kante. Was war das? Mag ich halt auch nicht so. Nee, dann lieber nur so auf einer Seite, aber auch. Da mache ich das mit dem Miasma erstmal. Und ist halt ein bisschen verwittert und ist auch die Realität, ne? Oder malt ihr etwa sowas jedes Wochenende an? Deshalb sagen Hausbesitzer immer, du musst immer was am Haus machen, es ist niemals fertig. Wegen den Fensterläden, nicht wegen den ganzen anderen Sachen, die immer noch kaputt gehen, nein. Wegen den Fensterläden. Ach, jetzt habe ich da drin irgendwie das platziert. Muss ich gleich rausholen. Ja, doch. Ich finde, es geht eigentlich sogar. Sieht halt ein bisschen anders aus. Aber von der Idee her finde ich es einfach schöner. Mache ich das auf der Seite auch und danach gehe ich schlafen, weil ich sehe da drin ja nichts. Vielleicht kriege ich später irgendwie nochmal einen anderen Holzblock. Dass irgendwie ein bisschen besser reinpasst. Look her. Oh. Sind die natürlich nebeneinander. Ich höre hier irgendwas. Doch, ich finde, das geht. Ich finde, das sieht dann auch ein bisschen anders aus und nicht so, ihr wisst schon, so gefiltert. Dafür kein Wort. Da ich hierfür jetzt nicht gucken muss, theoretisch, mache ich das schnell auf der Seite auch noch. Sollte ja jetzt symmetrisch sein. Dann benutze ich wenigstens die Miasma-Blöcke nochmal für irgendwas. Ob die nicht, wann auch immer, umsonst hergestellt. Und schlafen. Ja. So, jetzt könnt ihr mich wieder beim Schlafen beobachten. Lieblingsaufgabe. Juhu. Echt, der Schreiner ist noch mit am lustigsten. Mit seiner Greifhändchen und dem Nagel in der Fresse quasi. Er hat auch lustige Schuhe an. So. Mal im Hellen. Ja, doch. Erkennt man nicht so ganz das mit den Fensterläden, weil das Holz ja sehr zu rau ist. Die Steine. Aber pass uns, Fachwerk wäre halt gegangen, aber als ich den Stein daneben gepackt hat, hat sich das mit dem Lehm so verändert. Und dann hat man den Lehm erkannt. Weil am Anfang war dann nur das Holz erkennbar. Und hier habe ich irgendwie vorhin aus Versehen das reingebaut. Das, gerne wieder weg. Dankeschön. Ja. Aber doch, ja, das gefällt mir eher, weil so wäre das mit Fensterlehnen ja auch. Dann mache ich das auf der Seite jetzt auch noch. Ach so, hier habe ich das Fenster noch gar nicht gebaut. Ist das jetzt. Ist das gerade tiefer gebaut? Ja. Upsi. Nee, gar nicht. Doch. Das kann ja mal passieren. Geschnittener Steinblock. Sieht jetzt wieder so winzig aus, ne? Der Seite noch. Ja, perfekt. Und ich glaube, ich hätte nicht so viel Steinblöcke gebraucht.
Will ich jetzt irgendwie was anderes machen? Ich vergesse aber auch jedes Mal, dass wir hier in dem Game die Sachen ja auch wieder zurückbekommen. Und zwar, ja, volle Rückerstattung ist das ja. Wir kriegen ja exakt den Block wieder. Das Game ist zu freundlich. Bin ich nicht gewohnt. Bretter brauche ich. Sonst kann ich keine. Dankeschön. Fenster herstellen. Dankeschön. Achso, vielleicht nochmal für die andere Seite. Und für oben hätte ich ganz gern. Also, ich muss mal schauen, ob da eine Möglichkeit besteht, andere Fenster reinzupacken oder ob das dann zu komisch aussieht, wenn es auf einmal so anders ausschaut. Na, das kann auch sein, dass ich dann sage, nee, lieber die gleichen Fenster benutzen und nicht auf einmal den Hersteller wechseln. Vielleicht auch blöde. Andere Seite. Wie sieht es aus hier mit dem Gerüst noch da drinne? Ich sehe mich heute hier noch. Ich falle bestimmt heute zweimal runter. Ist ja auch zu kritisch. Ist die Mitte? Ja. Aber ich habe schon wieder zu weit unten angesetzt. Gleich zu und dann noch jetzt für die Fensterlehne. Nein! Ganz gut, dass man die Sachen zurückbekommt. Das ist ein ausgewählter Miasma. Mache ich das erstmal ran? Ich mache hier was und darf danach erstmal immer wieder reparieren. Das muss so. Und da unten. Da unten, nicht da rein. Und Fenster an. So, dasselbe hier dann auch noch. So, jetzt. Muss mal gucken, vielleicht mache ich hier auch. Ich muss mal schauen, wie das aussieht mit der Deko. Das vielleicht schön hinbekommen. Soll auf jeden Fall mal sehr grün sein. Ich bin auch am Überlegen, noch was mit diesem Lebensbaum zu machen. Also, auf gar keinen Fall abholzen oder so. Oder ob ich da Sachen noch drumherum platziere. Weil ich diesen einen mega fetten Baum bei mir stehen habe. Was ich ganz cool finde. Und die Fenster. Da rein. So. Drinnen hatte ich mal wieder was platziert, was da nicht hin soll. So, nochmal schauen, wie ich das mache wegen der Treppe. Also hier würde ich schon eine Treppe reinbauen, keine Leiter. Gibt es eine Wendeltreppe oder. Muss ich sie selbst machen? Ich hätte gerne eine Wendeltreppe. Also, je nachdem, ob das hier jetzt noch reinpasst oder nicht. Ich glaube, nee, wir können ja normale Treppen machen, ne? Aber gibt es irgendwelche, es bei ihm gab es Sachen wie Leitern. Aber das war es, glaube ich, auch schon wieder. Leitern. Ach, Regale, endlich. Ich fände es voll cool, wenn wir hier eigentlich auch unsere. Das ist ja nur Deko. Die Schränke, was wir jetzt hier machen können. Wenn man irgendwie diese Kisten, die werden immer nur größer, je nachdem, was man für eine Kiste baut, wenn man auch einfach einen Vorratsschrank bauen könnte oder so. Das fände ich halt auch irgendwie ein bisschen schöner. Es gibt halt echt nur eine Leiter. Dann muss ich schauen, ob ich das selber hinbekomme. Bei der Treppe. Aber ich weiß nicht, wie sich das jetzt verhält, ne? Ich stelle erstmal nochmal ein paar Blöcke her, wegen der Treppe.
Dafür brauche ich immer Bretter. Ich hätte die Treppe aber ganz gerne in einem anderen Holz. Aber vielleicht nehme ich dafür das mehr erstmal Holz, muss ich mal schauen. Weil das sieht. Ah, ich habe ganz gern, wenn es so ein bisschen Kontrast ist. Ich kann ja keinen. Da. Ach, ihr wisst schon. Das muss ein bisschen. Ich mag das nicht, wenn dann irgendwie oben die Dielen genau exakt gleich sind wie die Treppe. Das ist. Meistens ist ja irgendwas da lackiert oder hat nochmal eine Schicht drüber oder was anderes. Ich hätte es gern ein bisschen unterschiedlicher. Schauen, wie ich es hinbekomme. Jetzt hier bin. Ich weiß auch nicht, wie viel Platz ich brauche, wenn ich jetzt selbst eine Wendeltreppe hier hin zu platzieren. Ich weiß auch nicht, wo ich hier anfangen soll, wenn ich ehrlich bin. Wieso mache ich schon wieder so komische Experimente? Ja, man das hier leider kann. Shit, ne? Kann mir erstmal normal. Mach erstmal die Treppe hier fertig. Die Treppe, die Decke. Und kann ja dann selber die Sachen reinkloppen. Wo das runtergehen soll. Und hier vielleicht jetzt runter. Oder. Nee, so wäre besser. So wäre besser. Ich möchte, dass man hier hochgeht. Ach shit, jetzt bin ich runtergegangen, ne? Dass man von hier anfängt hochzugehen. Auch wenn. Obwohl. Sind da natürlich die Fenster. Ah. Ich guck mal. Da brauche ich aber das Einser-Ding wieder. Und mach das mal mit dem Miasma-Holz. Treppe. Mal Dreier. Ich glaube, ich krieg das nicht so hin, wie ich mir das vorstelle, ne? Ich glaube, das ist nicht so möglich. Ich glaube, ich würde erstmal eine normale Treppe hin platzieren und die dann abändern. Das ist definitiv leichter. Damit ich erstmal die Grundform habe. Wenn die hier lautlos machen. So. Das ist jetzt echt ein bisschen nah. Nee, ne? Ich probiere mal, ob man das hier irgendwie. Ach, ist ja ein Dach. Ach, hier Treppe. Oder ich mache so eine eckige Treppe, würde ja auch gehen. Übers Eck. So eine. Und dann mache ich selber eine Rundung rein. Ja, aber auch nicht, also nicht aus dem Miasma-Holz. Das sieht richtig komisch aus. Das sah gerade ein bisschen nicht so aus, wie ich das gerne hätte. Und vielleicht auch nicht das Vierer übrigens, sondern das Zweier. Danke. Muss ich weniger abbauen gleich. Der veredelte Holzblocktreppe? Ich weiß ja nicht. Nee, noch ein bisschen schicker.
Also ich könnte übers Eck bauen, aber eine Wendeltreppe kriegen wir hier, glaube ich, nicht hin, weil das Spiel doch eher eckig ist. Also es würde mir zu komisch aussehen. Aber so eine eckige, also übers Eck eine Treppe, das ist kein Problem. Die würde ich, glaube ich, machen. Weil eine normale, also ich will gern nicht so eine ganz normale haben. Aber da wird das Fenster halt zugebaut. Ist dann so? Sieht ja aber doof aus. Eine Steintreppe? Wie sieht eine Treppe mit Fachwerk aus? Vielleicht hat man da ja Glück. Ist eine Fachwerktreppe? Ragt das raus oder warum guckt? Ja, wollte gerade sagen. Ist nicht richtig. Da ragt was anderes raus. Vielleicht mal separat wegmachen. Also eine Fachwerktreppe würde gehen. Optisch. Sieht auf jeden Fall mal anders aus. Aber was um Himmels Willen, guck, ist denn da jetzt? Hier. Ach, ein einzelner Fachwerkblock. Also das würde gehen. Aber es hat halt auch wieder diese kleinen, also wo sie sich anpassen möchte. Ich hätte ansonsten Steintreppe. Bin nicht so der Fan von Steintreppen, außer wir gehen in den Keller oder so. Nee. Ansonsten habe ich nur noch den Chrom Holzblock als Treppe. Ja, der sieht wahrscheinlich. Ne, der hat ganz viel von diesen komischen Verbindungsstücken, die er dann setzen möchte. Nehmen wir das Fachwerk. Und das muss ich jetzt genau passend hier ansetzen. So. Ja, und je nachdem, wie hier jetzt die Mitte aussieht, die man da hinpacken würde, würde ich mir entscheiden, ob ich. Ah, das sieht da an der Seite halt so blöde aus. Da müsste ich noch was draufpacken und gucken, ob sich es irgendwie anpasst. Hier dann einzeln hier befüllen. Also wenn man Fachwerk quasi als so Decke benutzt, dann hält es sich auf jeden Fall anders vom Aussehen. Zu wissen. Sieht ja, also sieht ganz cool aus, hat was. Das ist ja mit dem. Aber dass das Fachwerkding sich hier anders verhält, ist eigentlich ganz cool. Damit hätte ich jetzt nämlich gar nicht so gerechnet. So, das sieht nämlich wirklich so jetzt aus, wie ich es gerne hätte. Und wenn ich hier jetzt immer ein so ein Böbel noch aufsetze. Ach nee, bloß nicht. Das wird mir zu dick von der Auswahl her. Man hätte auch hier, ich überlege gerade, ich hätte auch das hier als Boden nehmen können. Wie sieht denn das von unten aus? Fachwerk als Boden nehmen. Man sieht den Lehm ja nicht. Man hat hier wirklich nur jetzt die Bretter. Es hat was. Es sieht anders aus. Also so hat man nochmal eine andere Holzstruktur. Jetzt habe ich hier da was hingebaut. Also wenn man mal guckt, das ist nochmal extra nochmal heller. Ganz cool. Aber mir gefällt es jetzt nicht, dass das hier so. Das hat man mit ganz vielen Sachen.
da jetzt so rausragt. Und, warte mal. Dann muss ich ja eigentlich den anderen Boden wieder nehmen. Aber so kann man spielen. Dann würde ich wahrscheinlich in dem nächsten Haus das Fachwerkding als Boden mal verwenden. Weil kann man ja problemlos machen. Ah, nee, das geht so rein. Geht dann doch nochmal Fachwerk? Ich finde das sogar ein bisschen besser, weil es ist nochmal ein Stückchen heller. Nicht ganz angenehm, weil ziemlich viel ist hier oft ein bisschen, also hier gerade so grau angehaucht. Ah, passt. Und passt sich ja auch dann an zu den anderen Brettern. Beim Geländer, es gab ja auch, also zumindest in den Hütten, die man erkunden kann, gibt es ja auch Geländer. Das ist natürlich aber hier mit dem Fenster. Ich glaube, ich baue das raus und dann gibt es daher kein Fenster. Das hier kann es ja geben. Was aber blöd ist, von innen sieht man ja auch die Fensterlehnen. Also eigentlich müsste ich die draußen ranpacken. Oh. Ja gut, wie sieht das denn aus, wenn ich die Fensterlehnen da nach draußen ranpacke? Also erstmal muss ich das eine Fenster abbauen, weil das ist ein bisschen unlogisch. Ah, das wollte ich nicht. Fenster nehmen. Dankeschön. Und ich pack den, mach das aus Stein hier. Jetzt bräuchte ich hier übrigens mal Musik. Wieso kommt keine Musik beim Bauen? Aber wenigstens Vogelgezwitscher. Um mir zu zeigen, dass ich wirklich nie rausgehe. Das Richtige hier treffen, ne? Ich sehe schon, wie ich gleich irgendwie abrutsche schon da drinnen wieder irgendwas Komisches zubaue. Oder mir von der Fachwerkding was wegbaue. So, das ist zu. Und ich würde hier vorne mal testen, wie das ausschaut. Wenn ich das Fenster lehnen einmal nach draußen packe. Es kann sein, dass es dann so ganz komisch vielleicht probiert, sich irgendwie anzupassen. Bin mir da jetzt nicht so sicher, ob ich das so haben möchte oder so. Wie sieht denn das aus? Ich mach mal daneben den anderen Holzblock noch, weil vielleicht sieht ja der veredelte jetzt besser aus. Ja. Ist ja gerade dieser Milchfilter über dem Game drüber, ne? Also hier, das geht nicht, da gucken die ganzen Sachen raus. Also es müsste trotzdem noch sowas wie der Miasma-Block sein. Aber ich weiß nicht, das ist halt jetzt so fett. Ich hätte gerne nochmal davon die Hälfte. Ach, das ist so schwierig, ne? Aber von innen sieht man halt die Fensterlehnen sonst. Aber wenn ich von innen jetzt... Sieht halt komisch aus, wenn man von innen das hat, weil die Fensterlehnen werden ja wirklich nur außen. Ich weiß nicht, mit was ich mich jetzt mehr anfreunden soll, ob man von innen die Fensterlehnen sieht, wenn ich es jetzt in der Wand habe, oder ob hier von draußen ein Kilometer gefühlt der Fenster rausguckt. Aber ich kann es ja auf einer Seite so machen und dann ist es dieses doppelt überklappte Ding. Und wenn Leute das nicht kennen, dann, nein, dann nicht mal ein Problem. Ach,
Mach ich lieber so. Ist vielleicht ein bisschen komisch, dann halt immer nur nach außen hin. Das sind dann die doppelten. Das passt. Doch, ich mach das so. Guck ich schon nach Steinblock. Ich glaube, das passt schon ganz gut. Ist vielleicht gewöhnungsbedürftig für, also auch für mich, weil ich ja eher weniger spiele in Blockoptik, wenn ich das jetzt so nenne. Deshalb vielleicht, aber ansonsten finde ich das ein bisschen schöner, wenn man das halt so probiert, wie es geht, abzubilden, ne? Doch, ich finde da doch, damit kann man leben. Wenn es jetzt eine andere Farbe noch hätte, ich finde ich später nochmal andere Holzsachen. Aber das Veredelte geht nicht. Da guckt es ja alles so komisch raus. Diese Verbindungsstückchen da. Deshalb möchte ich das gerade ungern nehmen. Dann mache ich das so. Dabei war ich gerade oben bei der oberen Etage, ne? Aber ich habe da dran gerade nicht gedacht, dass man. Ach, das ja auch von innen sieht. Das ist dann ein bisschen unlogisch wäre. Das muss so. Das muss hübsch sein. Ach, Mist, nee, in der Mitte ja nicht. Nur außen. Genau. Hier ist natürlich jetzt blöde, weil das nur auf einer Seite dann ist. Und das nicht mehr symmetrisch ist. Ist natürlich jetzt schwierig. Nicht Stadtmauer, grob geschnittener Block. Wenn es grob geschnittenen Block gibt, gibt es dann auch fein geschnittenen Block? Wahrscheinlich, ne? Nach außen. Jetzt habe ich das bei allen Fenstern einmal machen. Sorry. Aber das ist sonst doch ein bisschen unlogisch, wenn das so ist. Dann lieber so abbilden. Wie finde ich später noch irgendeinen anderen Rohstoff? Die Knochenblöcke. Die Knochenblöcke. Ja, das probiere ich jetzt nicht aus, wie das ausschaut. Davon hätte ich auch gar nicht genügend. Vielleicht erkennt man das am Anfang noch nicht, würde aber optisch besser hier reinpassen. Ich muss noch richtig viel Knochen sammeln, wenn ich die Katakomben machen möchte. Den Keller. Wer kennt's nicht? Jeder hat so einen Keller zu Hause, das ist Pflicht. Nein, falsch rum. Das wollte ich nicht. Erstmal. Gut, dann habe ich das jetzt mit den Fensterläden. Nennen wir es repariert. Oben sind noch gar keine Fenster drin. Und hier ist jetzt die Treppe mit dem Fachwerk drin. Das gefällt. Wie gesagt, das Holz gefällt mir hier sogar mehr. Ein bisschen. Vielleicht mal benutze ich das so für hier draußen. Oh, das könnte ich machen für die Veranda. Das könnte richtig gut aussehen. Und dann hat man doch mal was anderes. Und das passt dann vielleicht auch ein bisschen besser. Doch, doch, ich glaube, ich benutze es dann für das, was nachher draußen kommt. Ich bin immer noch den Boden. Und zwar veredelter Holzblock. Ich stelle mich mal so ein bisschen schwer, dem wie weit man hier das machen soll. Ja, doch so nicht weiter und dann hier zu machen. Ja, jetzt da natürlich die Kante drin. Im echten Leben, ich würde mich die ganze Zeit da stoßen und eine Platzwunde nach der anderen haben. Ich verlasse mich so viel in meiner eigenen Wohnung auch. Ein bisschen tollpatschig manchmal. Ich müsste da genau einen Block einmal abbauen. Das sieht komisch aus. Ja. Oh,
ist jetzt, ja, passt auch ein bisschen besser. Vielleicht sogar noch eins rein. Sich hier einmal ranbaue. Wie sieht denn das dann aus? Nee. Lieber so. Das war mir hier etwas zu eng dann auf der Treppe. Fenster jetzt hier oben noch, damit es gleich nicht richtig dunkel wird. Kommt hier vielleicht so eine kleine Kochnische hin? Mal gucken. Ah, erstmal die Fenster hier oben, weil sonst habe ich kein Licht, sobald das dazu ist. Du Scheiße. Obwohl ein Balkon nach da wäre vielleicht auch ganz schick, genau über der Tür. Also wenn hier die Tür ist. Genauso da drüber, so einen kleinen Balkon. Warum eigentlich nicht? Dann würde ich aber hier doch eine Doppeltür reinpacken. Den Platz müsste ich haben. Schaue ich nach. Ja, dann würde ich hier so einen kleinen Balkon oben drüber bauen. Ja. Könnte gut aussehen. Weiß ich noch nicht, wie ich das mit den Säulen mache, weil manchmal sieht das dann ein bisschen komisch aus. Bitte. So, wieder ein Loch reinhauen. Die Mitte. Nehme ich dafür jetzt die Tür oder nehme ich dafür eine andere? Weil ich hatte ja überlegt, das mit dem Holz ein bisschen anzupassen. Wie sieht denn das andere hier aus bei ihm? Türen. Und zwar hier diese geschnitzte Holztür. Die hätte ich zwar eher für innen benutzt eigentlich, weil die ja geschnitzt ist. Und wegen hier Witterungsverhältnisse und das ist halt so eine mit Stein und so, so robuster sieht die aus. Ja, für eine Balkontür? Naja, ich glaube ich, nee, ich nehme trotzdem die hier. Jetzt brauche ich Nägel und Teer. Hab ich nicht schon davon ein paar Sachen hergestellt gehabt? Eigentlich. Ich brauche nochmal ein paar Nägel. Dankeschön. Und Teer ist irgendwo hier drin. Ja, da. Dann kann ich einmal schauen, wie die Doppelte aussieht. So, ich bräuchte ja dann eh mehrere. Türen, ich brauche noch eine. Doppelte. So. Wie groß ist jetzt wirklich die doppelte Tür? Kann ich. Groß. Aber die normalen Türen sind ja auch noch mal größer. Also, die ist ja auch höher. Hier wäre die. Die würde reinpassen, ne? Sie wäre genau hier in der Mitte drinne. Die ist halt auch höher. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die doppelte Tür ist auch um ein ganzes Stückchen höher. Das sieht aber komisch aus mit den Fenstern. Warum kann ich denn kein doppeltes Fenster herstellen? Muss ich mir im Hellen anschauen, wenn ich jetzt gleich die anderen Blöcke weghaue. Es geht nicht anders. Juhu. Ich säge alles durch. Das finde ich schön, dass er mir das gerade sagt, während ich im Bett liege. Gar nicht unheimlich.
So, ich klopfe da mal was weg. Dann guck, wie es ausschaut. Aber dass sie halt auch noch höher ist. Sehr irritiert. Ich muss erst die Tür aufnehmen. Sonst kriege ich das nicht. Ich kann das nicht wegklopfen, wenn die Tür da drin ist. Dann kein Nebengebäude mehr bei so einer Tür. Ich schau mal, wie es ausschaut. Ich sag, die Fenster, das sieht dann einfach nur noch, alles andere sieht dann nur noch enorm mickrig aus. Aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Naja, ich würde das da oben so lassen, dass es verdeckt ist. Also so, dass man da oben die Holzkante nicht sieht. Das würde ich wahrscheinlich mit Stein so lassen. Mit dem Stein, weil sonst müsste... Nein, das passt uns nicht. Die Tür passt nur, wenn man halt höhere Decken hat. Also man müsste das, nicht die Vierer, sondern das halt um ein so ein Ding nochmal hochsetzen. Weil sonst ist die Tür auch zu nah an der Decke rangequetscht. Das würde mir nicht gefallen. Da muss noch was oben rüber. Weil wenn ich das ja jetzt freiklopfe, ein Ding, was es noch sein müsste, dann ist es zu nah oben an der Decke dran. Das sieht halt einfach nicht gut aus. Ich mache diese Räume nicht, wo das so ist. Sowas gibt es ja, ne? Weil manchmal in so Bürosachen oder sowas gibt es mal. Oder wenn man halt immer in Richtung Keller geht oder so, sieht man, ist das eh klar, ne? Aber ich mag das nicht. Also nicht, wenn man da wohnen soll. Will ich das eher so lassen mit dem Stein, mit dem Steinding da oben drüber. Das muss ich alles hochsetzen. Nee, auf keinen Fall. Würde ich vielleicht eher so machen, wenn ich das Hauptgebäude baue, dann aber generell alles größer. Und dann müsste ich aber die Wände halt dreier machen. Also zwei und dann ineinander stacken. Und die Fenster alle ganz anders hinbauen. Aber für ein Nebengebäude ist es dann, wird es zu... Es wird zu viel. Also die Doppeltür hat was, wusste nicht, aber so komplett freibauen würde ich sie jetzt nicht. Das ist dann einfach mal der Südflügel. Hat halt auch nicht jeder. Kann ihn nicht jeder leisten. Ich sage es dir jetzt. Der Balkon-Ding. Das wollte ich nicht. Balkon-Ding da lang bauen. So. Das wird jetzt hier natürlich ein bisschen eine Fummelarbeit, ne? Wo mache ich den Balkon? Ich glaube direkt hier bündig zu den Fenstern. Ach, ich muss das von oben machen. Jetzt hatte ich da erst versehen einen Stein weggeklopft. Das passiert mir mal so schnell. Das sieht natürlich jetzt auch blöd aus, ne? Wenn ich das hier jetzt ersetze. Das muss ich mit dem anderen Boden ersetzen. Sieht sonst nicht gut aus. Ach du grüne Neune, eieiei. Dann kann das da ja wegbleiben, was ich da weggehauen habe. Die Frage ist, wie sieht es von hier aus? Ah, ja, nee, sollte gehen. Weil man hat halt hier sonst diese Kante nicht mehr und man das hier. Also nicht mehr hier diese schöne Steinkante von der Wand. Wenn ich das ja von außen ja jetzt verändere, dann ragt das da so komisch anders rein. Nehmen wir mal den... Holzblock, wenn ich die Dielen hier erweitern würde. Ja, okay, das geht, sieht besser aus. Dann lieber so. Das ist echt hier ein bisschen kritisch hier mal einzusetzen. Achso, ich habe keine mehr. Bretter? Ich brauche Bretter. Ja, habe ich.
Ich weiß nicht, ob mein Holzvorrat reicht, ne? Ich hab da immer so eine. Ich brauche genug Sachen, sonst kriege ich ein ungutes Gefühl. Es muss genügend da sein. Ich mag das nicht, wenn man dann ganz schnell was braucht und dann fehlen da einem die Sachen. Bin ich ja farmen gegangen, damit man erstmal in Ruhe bauen kann. Kriegt es da nicht rein? Das muss ich gleich wieder von hier außen machen. Ja. Das ist ja eine Kleinstarbeit hier. Aber doch, ich glaube, das könnte. Ich glaube, es könnte ganz gut aussehen. Hier jetzt einfach mal. Und sonst muss es wieder runter. Muss das mit den Einsern machen? Kann sich ein bisschen hinziehen. Also groß wird der Balkon jetzt mal wieder nicht. So für so einen Stuhl. Eine Topfpflanze oder zwei und dann ist gut. So dass man, weiß ich nicht, Frühstück drauf essen könnte. Und hier war doch eins. Oh, ich finde, das passt auch. Das passt halt jetzt auch von der Holzart, ne? Zum Fachwerk und oben ist das andere Holz. Eigentlich ganz gut hier. So, das wollte ich nicht. Größe. Wie gesagt, ich will keinen großen Balkon. Ich glaube, ich muss noch einen machen, wenn ich da nämlich ein Geländer hinpacken will. Geht da einiges an Platz verloren und dann kriege ich schon wieder keinen Stuhl mehr rauf. Ja. Eine Säule. Ist aus dem Stein. Was ich jetzt hier auch habe. Oder soll ich. Ja, ich würde den gleichen Stein jetzt mal verwenden. Ich finde es gut, wenn ich denke, ach ja, triffst du, gar kein Problem. Und dann verschätzt man sich so sehr. Sag mal, wieso kann ich das nicht? Ist halt so fett, ich mag das nicht. Mir gefällt die Säule nicht. Wie sieht denn die andere aus, wenn ich jetzt die Stadtmauer benutze? Das ist, weiß ich nicht, irgendwie gefällt mir das nicht. Ach Mann. Ich, ja. Hab da immer so einen Knick in der Pupille. Das ist die Stadtmauer. Und das ist jetzt dieser grob geschnittene Block. Holz würde besser passen. Muss ich schauen, ne? Da muss ich wahrscheinlich wieder das Meersmaholz nehmen. Ich bin Fan von denen, aber hier passt es jetzt nicht, wenn ich das normale Steinzeug nehmen würde. Ah, ich mag beim Holz manchmal nicht diese Stifte, die da so rausgucken. Also wenn ich Stein nehmen würde, wäre ich auch eher dafür. Nicht dafür. Das schon mal nicht. Ich mache das jetzt favoritenmäßig, eins nach dem anderen. Ich könnte natürlich schauen. Ah, nee, das Fachwerk hat diese Stifte. Guck mal, wie das aussehen würde, wenn ich das jetzt nehmen würde. Aber es hat. Obwohl, es hat nur die Stifte nicht so an der Seite wie dieser veredelte Holzblock. Der veredelte Holzblock ist nämlich nicht so schön individuell einsetzbar, meiner Meinung nach. Weil er immer diese Stifte bildet. Das Fachwerk würde gehen. Das passt sich dann auch nochmal an. Müssen nur gucken. Hier gucken die Stifte raus. Wenn ich. Wenn man das hier noch so eine Kante? Kann ich da nicht so einen halben vielleicht? Es sind mir dann zu viele Stifte. Was ist denn, wenn ich.
Nee. Das Fachwerk würde gehen. Da sind auch nur zwei Stifte, die rausgucken. Wenn ich das sogar noch mal eins nach unten baue. Also. So, dass man es nicht sieht. So. Dann habe ich auch unten keine Stifte. Der Veredelte geht meistens nicht so. Der da sieht auch blöder aus. Ich guck mal, wie das Meer erstmal aussehen würde. Vielleicht bräuchte hier nochmal so einen Kontrast. Also bei Stein würde ich, wenn dann die Stadtmauer nehmen. Ein normaler Steinblock geht ja jetzt leider nicht. Gucken wir uns mal das Ding hier an. Nee. Nee, das nicht. Das war für die Fensterlehnen vollkommen in Ordnung, aber nicht dafür. Hab ich noch was? Ich guck nochmal den Veredelten mir an, aber da haben wir immer die Stifte so reingeguckt. Ja, das mag ich nicht, ne? Diese Stifte. Das ist brutal, was da rausguckt. Und beim. Oh, nee, auf gar keinen Fall. Nee, dann würde ich das hier nehmen wahrscheinlich. Das ist das Beste, was jetzt nicht da so rausguckt. Und so ist es drin. Und hier kommt ja dann auch Deko irgendwie so hin. Oder ich mach. Passt das so an wie hier? Aber ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn ich auf das Stein das Fachwerk raufpacke. Was da für Blöcke entstehen. Dann die Stadtmauer bitte. Zwei. Wie wird es aussehen? Zwei. Also. Oder drei. Nee. Nee, es sind mir jetzt so wieder so viele Stifte, die da rausgucken. Das gefällt mir nicht. Dann komplett einmal. Sieht nicht. Mag ich nicht. Im Look her. Dann so. Dann ist es eher so wie so, wie man es auch machen würde mit Balken und Pfosten in die Erde rein, ne? Wenn man ein Carport etc. oder so. Ein bisschen anders. Aber das mit dem Stein, dann bilden sich unten wieder diese Stifte. Und das kann sich ja gerade nicht anpassen, weil das ja keine Reihe ist, sondern einfach nur ein Blöckchen. Deshalb ist so, glaube ich, ein bisschen optimaler. Ja. Später noch gucken, was ich da mache. Seit dem Stein passt nicht so. Ist das jetzt nicht die Mitte? Doch. So. Ich habe da schon diese Stifte an der Seite. Was mir nicht ganz so gut gefällt. So. Zäune. Ach, kann ich da ja machen, aber ich glaube, ich mache das so, wie man es nicht machen soll. Und dann auch später. Passt. Das auch. Die Tür reinsetzen. Ich habe doch noch eine. Da. Habe ich die jetzt zu groß? Nee. Jetzt habe ich dann natürlich den Steinrahmen ein Stückchen. Ja, könnte ich es vielleicht auch noch anpassen? Ach nee, dafür müsste ich die Tür nochmal rausnehmen. Warte mal. Ich baue das mal hier ein bisschen zu und guck mal, wie es ausschaut. Wenn die da so halb verdeckt ist, die Tür. Aber ich glaube, das wäre zu doll. Ja, das wäre zu doll. Sieht nicht gut aus. Okay. Da muss ich mit dem Steinrahmen leben. Der da jetzt rausguckt. Vielleicht nehme die andere Tür. Passt aber halt nicht zu den Türen, die nach draußen gehen sollen. Das hätte ich halt eher drinnen dann reingebaut wieder. Ich guck mir die einmal an, die andere Tür. Was brauche ich dafür? Juhu. Ach, die kann ich ja sogar machen. Ich schau mal, was besser ausschaut.
hier muss ich das noch ersetzen. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ob es mir anfängt, so viele verschiedene Holzfarben zu werden. Also, weil jetzt haben wir hier draußen das hier. Beim Fachwerk das hier. Die Tür das und innen. Obwohl, das passt beim Fachwerk fast. Ich weiß nicht. Ach, ich repariere mal kurz noch das hier, während ich mir das überlege. Also ich erinnere mal kurz die Blöcke hier noch. Hatte ich auf der Seite noch nicht gemacht. Was hatte ich hier? Veredelter Holzblock. Ach, Mensch. Weil wenn ich dann auch die anderen Fenster hier reinpacke... Die Frage ist, welche Fenster packe ich nach oben, weil ich glaube, sonst würde ich doch eher die andere Tür nehmen. Es fällt halt auf mit dem, dass jetzt zwischen den Rahmen, den Holzrahmen, nochmal so ein Steinding ist, also mit einem anderen Grauton. Ah, ich mache nochmal kurz so ein Fenster und schaue mir mal die Fenster an. Ah, so. Fenster. Hier. Da kann ich dann auch selber bauen mit, ne? Weil das hat jetzt keine Schnörkel oder ähnliches. Nehmen wir mal 4. Mit den Holzfensterrahmen. Den geschnitzten Holzfensterrahmen. Wenn ich die jetzt... Oh Gott. Packe ich die hin? Passe ich das genauso an, als es ist wie unten oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, genau das werde ich jetzt auch einmal versetzen. Und oben gibt es keine Fensterläden. Weil das ist so. Ich schon mal. Wie sehen die einzeln aus? Mal Ding Nummer 1. Da sind die jetzt noch kleiner. Halt unauffällige Fenster. Ja, ich nehme die für oben. Dann nehme ich auch die Tür für oben. Das mal, ja. Passt mir besser. Und ich werde mehrere von den kleinen hier, glaube ich, so reinpacken. Ja. Ich glaube, das ist okay. Je nachdem, wie ich dann... Und die Raumaufteilung richte ich mich dann nach den Fenstern, die ich hier eingebaut habe. Total logisch, natürlich. Ich habe nämlich erst die Fenster gemacht und dann die Räume. Und dann lasse ich da ein bisschen Platz. Ah, nee, das passt nicht mehr. Ja, ich hier ein doppeltes hin. Nein! Das war eins zu viel. Ja, das würde gehen, weil ich kann dann hier nämlich den Raum teilen und auf der anderen Seite auch. Ah, was auch immer hier hinkommt. Das Bad. Das ist das Nebenhaus, ne? Der, weiß ich nicht, was für ein Flügel. Aber trotzdem, muss ja ein bisschen ordentlicher hier sein. Fangen wir erstmal damit an. Hier kommt dann auf jeden Fall und da draußen möchte ich, also da will ich anfangen, Kräutergarten zu machen. Also die Gärtnerin kommt hier auf jeden Fall hin. In die Ecke. Ich weiß nicht, wie viel Platz sie braucht. Vielleicht kriegt sie noch einen Mitbewohner oder Mitbewohnerin, je nachdem. Und gucken dann. Lass mich überraschen. Hier war ich. Weil der jetzt auch noch nicht so viel freigeschalten. Das sieht jetzt besser aus mit den Fenstern ineinander. Sieht aus, als wären das so eine Schiebefenster. Schick. Hier passt das besser mit diesen stinknormalen Schnullibulli-Fenstern.
Ja, doch, das gefällt mir besser. Das passt hier ins Fachwerk viel, viel besser rein als die anderen. Auch gerade vom Holzton her. Das passt besser rein. Die Tür passt jetzt irgendwie. Ja, doch. Ich finde, das passt besser. Auf jeden Fall. Auch zu dem Fachwerk hier. Das sieht viel, viel schöner aus. Dann. Es ist nur gerade so ein bisschen. Ich hoffe, man kann irgendwann noch diesen, bei so Filter einstellen. Also was man auch in anderen Games kann, weil es hier manchmal sehr, also den Nebel gibt es, aber dieses Neblige, so ein milchig manchmal hat diesen Filter. Das wäre schön, wenn man den irgendwann noch ein bisschen. Ich glaube, es kommt aber noch, wenn man das ein bisschen einstellen könnte. Aber manchmal ist es mir zu viel. Da würde ich mir mal die Augen reiben. Doch, sieht besser aus. Ja, auf jeden Fall. So, nochmal vier Fenster. Da drüben muss ich erstmal über. Also eigentlich brauche ich richtig viele Fenster. Die anderen Seiten brauche ich auch noch welche. Oi! Ich bräuchte noch ein paar Nägel. Die bleiben definitiv zusammen. Die passen auch richtig gut zusammen. Die und eine WG, die beiden auf jeden Fall. Weil ich muss immer zu dem einen, dann zum anderen und am besten bleiben die auch nebeneinander. Also das steht schon fest. Die trenne ich nicht. Die Fenster. Dankeschön. Ach doch, das wird doch hier was. Ach, bis jetzt gefällt es mir. Aber es ist, bist du noch nicht gemacht. Beziehungsweise das vielleicht anstrengendste, nämlich das Ding nach hinten raus. Da kommt auch noch. Ich hoffe, ich habe dann genug Lehmgedönsachen fürs Dach. Ich würde ja auch keine Etage raufsetzen. Also außer Dachboden halt. Den würde ich vielleicht schon ein bisschen ausbessern. Kein nicht nochmal eine ganze Etage. Und hier jetzt auch nochmal. Einzelne Fenster oder ein Doppelfenster? Einzelne Fenster, glaube ich, mache ich. Ja. Hier dann lieber noch mal ein Doppelfenster. Ich glaube, das waren zwei, ja. Weiß aber nicht genau, wie die Wand hier dann ist. Und wie ich diesen Bereich hier dann gleich gestalten werde, deshalb. Das funktioniert, was ich mir überlege. Wahrscheinlich nicht so gut, aber ich hab da was im Kopf. Für den Alchemisten würde ich ganz gerne was im Keller machen eigentlich. Aber ich will später nicht so einen langen Wege haben. So theoretisch, ne? Wenn man dann was von den Leuten möchte. Die müssen ja in der Nähe von ihren Sachen stehen. Aber das finde ich ganz cool. Alchemist gehört in den Keller. Falls er mir irgendwas in die Luft jagt. Aus Sicherheitsgründen. Ich bitte euch, der Mörser, das Teil sieht aus wie sein Kriereimer. Na, muss er auf Nummer sicher gehen. Zwei hin. Oh Gott, jetzt muss ich mal schauen hier. Obwohl das auf der Seite ja egal wäre, weil hier kein extra Zimmer per se reinkommt. Naja. Ich mache das trotzdem so wie auf der anderen Seite. Vielleicht passe ich später nochmal an. Aber ich lasse es jetzt erstmal so, wie es auch auf der anderen Seite ist. So, und. Ach, echt, ein Fenster fehlt mir. Ein Fenster? Ich fühle mich bei solchen Sachen dann immer ganz kurz mal verarscht. Wenn denen genau eine Sache fehlt.
würde auch nur eins herstellen, weil ich nicht weiß, wie viel ich noch brauche. Nicht, dass ich nachher die Nägel oder die Bretter für irgendwas anderes brauche. Und jetzt wieder übertreibe, was ich noch nicht muss. Okay, so. Der Bereich ist. Dann später schauen. Zum Dachboden würde ich eine Leiter machen. Keine Treppe. Ja, hier kommt es dann noch hin. Dach. Die Dächer. Dafür brauchte ich Lehmziegel und was noch? Geteerter. Nee, nicht das. Dachschindelblock. Gebrannte Ziegel, Lehmklumpen und Pflanzenfasern. Oh Gott, Pflanzenfasern. Oh je, ne? Pflanzen. Nee, oh Gott, ich hab genügend, ich hab genügend. Und Lehm habe ich hier doch reingepackt. Den Ziegel. So. Nehmen wir mal direkt. Gebrannter Ziegelblock bei Werkbank. Schaue ich mir irgendwann anders an, wie das aussieht, gibt es für das Haus jetzt auf jeden Fall nicht. Manchmal fühle ich mich immer verkackeiert. Hätte ich das mal vorausgenommen. Egal. Nehme ich jetzt so. Eben. Das bleibt Baustein. Vielleicht das nächste mache ich ein bisschen anders. Dann gucke ich mir auch den anderen Block hier nochmal an. Ranta Ziegelblock. Hat eine matte rote Farbe. Ja klar, ne? Aber dann hätte man auch voll cool das miteinander so mixen können, ne? Also, dass man unten das nochmal so anders macht. Und das Fundament nochmal so anders. Das ist ein Nebenhaus, wir übertreiben nicht. Dachschindelblock. Wie brauche ich denn? Ob's reicht. Erstmal, um es anzuschauen. Ich will jetzt nicht so viel von meinem Leben hier verbrauchen. Ach, die Dächer, das ist ja so eine Sache wieder. Ich erinnere mich, oh Gott. Geduld, ganz viel Geduld. Und, bin mir noch nicht sicher, wie ich das gerne hätte, ne? Bin mir auch nicht sicher, ob ich da jetzt Gauben reinmache. Oder ich das irgendwie. Also es soll nicht ein ganz normales Spitzdach werden. Vielleicht hier zum Balkon wäre eine Gaupe. Ach, ich mache das nochmal weg. Ist schon ganz cool. Ich würde erstmal hier oben eine Decke reinpacken. Ich mache mal kurz eine Decke. Und dann von der oberen Etage das ein bisschen machen. Geht das auf jeden Fall richtig schief. Eine Decke. Was haben wir hier? Ich brauche veredelter Holzblock. Soll ich hier doch wieder so viel? Packe ich das jetzt eins runter oder lieber eins hoch? Weiß nicht. Ich geschlafen und schaue mir das definitiv im Hellen an. Ich kann jetzt nicht mit euch spielen. Ich schaue mir das im Hellen an, sonst geht's schief. Wäre an sich noch ganz cool, wenn die nebenbei noch irgendwie was anderes machen würden. Ich fühle mich wirklich immer so beobachtet. Ach, ist halt blöde, ne? Aber ich muss mal gucken, wie ich die Decke da rein platziere. Ich hätte gerne noch mein Gerüst mitnehmen.
Und eine, die Leiter, warte mal, die Leiter. Ich habe die Leiter doch noch gar nicht. Aber ich fände eine Leiter cooler nach oben auf den Dachboden. Was braucht er dafür? Ach, Nägel natürlich. Hat sie irgendwann nochmal ein Sonderangebot? Hatten für einen Freund. Leitern. Kann nur die? Okay. Wie hoch ist die? Ein dekoratives Objekt. Nicht. Ich hoffe für dich, dass ich da unten hochklettern kann an dem dekorativen Objekt. Okay, die ist, okay, weil das war mein nächstes Ding. Wie, bis wohin geht die? Ah, okay, also in den normalen Gebäuden, die es auf der Karte gibt, das ist eins weiter unten. Weil ich komme da nicht hoch auch. Weil, sag mal, ich kann hier nicht hochlaufen. Habe ich die falschen platziert? Ich könnte hochlaufen, aber ich würde oben wahrscheinlich nicht rauskommen. Also es... Da ziehen wir auf der Seite das eine Etage tiefer. Ich glaube, ich würde da oben auch nicht langkommen. Effekt. Ich mag das halt nicht. Also das Haupthaus kriegt auf jeden Fall... vielleicht höhere Decken. Wahrscheinlich. Oh Gott, Kamin. Ich klopfe hier später alles für den Kamin runter, aber ich glaube, ich würde hier diese Lehmziegel gerade gar nicht verwenden. Ich muss mal gucken später optisch, wie es ausschaut. Weil wenn hier auf einmal so eine andere Farbe ist, ich muss mir das angucken. Ob ich das dann noch mag oder nicht. Jetzt erstmal die Leiter probieren hier zu platzieren. Ich hätte die Leiter eigentlich... Hier latsche ich dann daneben. Ich müsste einmal... Ach nö. Eigentlich geht das hier von der Deckenhöhe. Wenn man das mal mit anderen Games vergleicht, wo man irgendwie gefühlt die Decke direkt beim Kopf hat, was total hässlich meistens aussieht. Ich bin da so kritisch, ne? Geht das hier voll, aber ich glaube, fürs Haupthaus würde ich so eine ganz hohe Decken bauen. Ist ja so richtig so... Kann man Kronen leuchten? Nee, gibt's glaube ich nicht, ne? Aber so richtig brutal. Wenn ich die... Oh, okay, doch, ich kann die Leiter ganz heranpacken. Funzt es dann noch, dass ich hier... Ja. Okay, Problem hat sich gelöst in meinem Kopf. Ich habe nämlich gerade mir überlegt, oh shit, ich muss ja die Leiter wahrscheinlich an einem gewissen Punkt platzieren. Aber wir sind bei Enshrouded, da haben wir mehr vielfältige Möglichkeiten. Nee, sonst ist die doch immer so, dass man da so ein, genau dort ist so ein Loch, dann kannst du es da reinmachen und dann steht dir diese Leiter mitten im Weg rum, während du gerade bist, ne, da bist. Ne, das ist wieder dieses Ding, deshalb ist hier eigentlich ganz cool. Ich hoffe nur, ich kriege irgendwann noch eine hübschere Leiter, die hat Moos dran. Kronleuchter hat der Schreiner unter Beleuchtung, hätte ich mir noch gar nicht eingeschaltet. Aber auch so eine ganz großen, die man weiter runterhängen lassen kann. Muss ich mir später mal angucken. Ich bin bei ihm erstmal bis hier hingekommen, wo ich noch nicht war. Aber so. Ja, ich gucke mir da drüben das jetzt an. Ich packe das eine Etage runter und später werde ich wahrscheinlich, das muss ich dann freestyle-mäßig machen, alles ein bisschen höher bauen, so dass man diese ganz hohen Decken hat. Das würde ich im Haupthaus machen. Das ist ja immer noch das Nebenhaus für den Kräutergarten. Mir ist ein Kräutergarten sehr wichtig, deshalb kriegt man hier auch ein ordentliches Haus hin. Muss ich hier natürlich schauen, oh je, wie ich das mal wieder hinbekomme, ne? Mal ohne einrasten, bitte. Ach, da komme ich gleich nicht mehr vorbei, dann. Bitte eine Etage weiter nach oben. Das wäre ja schon ein Träumchen. Ich möchte das halt da gerne ein bisschen... So, ja genau, um ein Pixel. Mich dann da noch hoch.
perfekt. Ich will nicht da so ein ganz großes Loch haben. Ich finde das dann immer so unlogisch, weil wir sind ja nicht 5 Meter breit. Deshalb packe ich die Leiter noch mal ein bisschen anders hin. Aber das ist hier dann ein bisschen anders. Ich mag nur diese komischen anderen Sachen meistens nicht, diese. Wie das in anderen Games halt ist, diese Öffnungen. Da denkt man immer, mein Charakter, wer weiß ich nicht. Der Bodybuilder. Ich schau mal, ob das noch. Ja, also runterfallen kann ich auf jeden Fall. Doch, das passt doch. Aber hier, genau deshalb. Jetzt sehen die Fenster wieder so klein aus. So wie so. Ah. Ne, die Augen kannst du noch nicht öffnen, bist gerade erst aufgewacht und so zugekniffen. Aber das ist das Nebenhaus. Im Haupthaus wird es definitiv dann ein bisschen höher gebaut. Ich baue die Decke erstmal zu. Aber auch nur wieder bis dahin, weil was, hier kommt definitiv eine Wand nach unten eigentlich. Also, da, das. Sonst muss ich ja so viel abbauen, das baue ich dann lieber erst, wenn ich wirklich da ankomme. Mit dem theoretischen Wintergarten, der mir da auch den letzten Nerv dann rauben wird. Oder die Situation, dass ich keine Bretter mehr habe. Juhu! Zum Glück habe ich noch genügend. Ich brauche Holzbrücken. Es geht aber auch mal schnell leer, ne? Die Säge läuft ununterbrochen. Noch eins hoch. Ja, es wäre cool, wenn ich das, aber ich kann die Leiter wahrscheinlich nicht um noch eins versetzen. Ich muss mir das später mal anschauen, ob ich. Was dann besser aussieht, ob ich da nochmal ein Loch reinhaue und das größer mache hier, das Hochgeh-Ding, oder ob ich es dann da angeklatscht lasse. Da schaue ich mir später mit der Leiter. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann noch eine andere Leiter, nachdem ich jetzt dieses andere Ziegel-Ding noch freigeschalten hatte. Ich darf hier eh dann was raushauen, wenn ich den Ofen hier rein platziere. Denn den Schornstein vergessen habe. Oder ich baue das auf. Nee, mag ich nicht außen. Nee, die Bäuerin braucht aber wegen dem Popcorn. Popcorn ist wichtig. Oder die kann mehr. Die sorgt mir mein Essen, das ist wichtig. Die kriegt alles, was sie möchte. So. Jetzt habe ich die Etage. Jetzt kann ich mal schauen wegen den Dachziegeln. Ding. Star. Nee, ist eine Treppe. Ja, Dächer 2 Meter. Ich mach das lieber mit denen und passt es dann an. Bitte nicht einrasten, danke. Vielleicht über das eine Ding hätte ich gerne Gaupe. Jetzt würde ich sogar. Nee, nicht ganz so breit machen wie den Balkon, sondern 2 kleiner. Also hier ungefähr. Da. Vielleicht mache ich mehrere rein, muss ich mal schauen. So viel zu, das wird ein Nebenhaus. Ich übertreibe hier schon wieder. Ich hätte gerne hier so eine kleine Gaupe drinne. Muss ich bei denen überhaupt 2 Dächer übereinander machen? Dass es nicht so komisch ausschaut. Glaub nicht. Das sehe ich ja gleich. Frage ist, mache ich jetzt doch so ein. Also, hier gibt es ein ganz anderes Dach rein. Also, was hier drunter geht, das sieht ja dann später komplett anders aus, weil ich die Öffnung hier noch ganz anders gestalten möchte. Aber gehe ich jetzt komplett schräg nach oben?
erste schon so an. Ich will auch nicht, dass das Dach zu spitz wird. Nein. Ja, einmal bitte einrasten, sonst brauche ich hier so lang. Hallo? Nö. Nein! Guckt es aber zwei. Guckt es zwei rüber oder eins? Es guckt zwei rüber. Ich will nur eins rüberragen. Danke. Das ist jetzt hier wieder so. Ah. So. Kompliziert. Nein, stopp. Ich schaff's doch jedes Mal, weil ich mich in den Tod zu stürzen. Ich könnte hier aber die Gaupe vielleicht mit den Ziegelsteinchen machen und mir das mal anschauen. Obwohl eine Gaupe aus Holz viel besser ist. Dann müsste ich hier das Miasma-Holz nehmen, weil das so ähnlich von der Farbgebung ist wie das bei dem Fachwerk. Muss ich mir gleich mal anschauen. Gibt's runde Fenster? Ne, es gibt keine. Ich habe noch keine runden Fenster gesehen. Ich hätte da nämlich eigentlich ganz gern ein rundes Fenster. Ah, geht ja auch schlecht. Wir sind ja hier eckig unterwegs. Überlegt, weil bei vielen Gaupen früher waren die Fenster so rund. Also wenn es nur so eine kleinen Sachen waren von Dachböden oder so. Ich glaube, wenn ich jetzt noch eins. Ich baue mal noch eins hoch und ich kann ihr dann immer noch abtragen. Und hier ist es ja dann eh ein bisschen anders, sobald das Ding da steht. Ja gut, ich habe da was nicht beachtet. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, wenn man nicht mehr hochkommt. Ist fantastisch. Komme ich dann hoch, wenn ich das jetzt ein bisschen nach hier packe? Nee. Müsste das genau bei der Gaupe hinpacken, die Leiter. Dann hätte ich das Problem nicht. Oder ich. Ja, ich packe die jetzt erstmal nochmal an die. Also, hier die einmal. Aber ich mag das nicht, wenn die so mitten in einem Raum stehen. So. Erstmal, dass ich hochkomme. Egal wie, erstmal hoch. Dass ich die Leiter irgendwie hier bei der Gaupe mit hinpacke. Weil die andere Seite wird ja wahrscheinlich auch schräg. Dann. Ja. Also hier, ich klopfe hier mal das Loch schon mal rein. Wo ich das ungefähr brauche. Dann sehe ich das besser. Hier. Gehe dann in von der Seite. Ja, dann kann ich auch. Hier. Mal anschauen, wie das dann am besten aussieht. Aber Hauptsache, ich komme erstmal hoch und gleich schaue ich, wo die Leiter am besten passt. Dach noch schnell auf der Seite fertig machen. Ich muss halt mit der Gaube gucken. Weil deine Wand auch erst gezogen wird, damit das auch außen passt. Na, der Ausblick ist doch schön. Deshalb soll das hier noch richtig cool werden.
Sieht man natürlich jetzt von der Seite nicht mehr, ne? Weil das aus dem Weg ist. Ich würde dann hier nicht direkt das nächste Haus hinbauen, sondern wahrscheinlich eher... Nennen wir es Park? Und dann auf der anderen Seite und beziehungsweise da in der Mitte. Soll ich schon mal von außen kurz, ob ich das Dach irgendwie nochmal anders hinpacken muss? Ich sehe jetzt noch nicht, dass ich zwei Dächer packen muss, aber vielleicht später, wenn ich... Das sehe ich ja dann, wenn ich diese anderen Schrägen da mache. Beziehungsweise ich mache es gleich selber, bei der Gaupe packe ich das hin. Ich probiere es mal, wie es ausschaut. Und ich packe schon mal die Leiter um. An der Seite und das mal drehen. Mittig oder? Mag das? Ach, hab ich die gut platziert. Die stand aber auch wie eine 1, ohne dass da Hilfsmittelchen dabei waren. Das hört sich jetzt irgendwie nicht richtig an. Ist immer noch nicht dran. Aber würde ich hier hochkommen? Geht aber nicht, weil ich da das Gaupending hinbauen muss. Dann wird die Gaupe etwas größer. Ich kann die Leiter ja nicht noch weiter verrücken. In der Tür. Da komme ich nicht mehr raus. Okay, die Gaupe wird größer. Bitte nicht einrasten. Nicht das Fachwerkding abreißen, sondern bitte das... Hä? Danke. Um 2. Wenn ich da ja dann die Wand hinbaue, ja, um 2. Ja. Habe ich das jetzt zu tief gesetzt? Nee. Das heißt auf der anderen Seite auch. Jetzt bloß das Richtige entfernt. Danke. Ach, hier ist es ja schon. Es war nur... Ach, weil ich das direkt so überlappend gemacht hatte wahrscheinlich. Jetzt ist es halt doch genau wie der Balkon. Was ich nicht wollte, sonst klappt es mit der Leiter nicht. Ja. Gut, aber man würde jetzt auf jeden Fall hochkommen. Ich muss das Fachwerkding nochmal reparieren. Normalen Wandblock. Ja, einen normalen Wandblock. Ach nee, und die Tür nehme ich schon mal direkt. Die Leiter nehme ich auch. Ich muss ja aus dem Wandblock wieder was rausschlagen. Und zwar 2 und Fachwerk. Danke. Bitte schön, wenn man aus Versehen die falschen Sachen abreißt. Das muss so. Sonst ist man nicht richtig im Game drin. Jetzt kann ich wieder die Tür. Hä? Jetzt wird mir hier mit Level 13 angezeigt. Da unten. Wie wird hier...
Will mir das was sagen, dass ich da jetzt runtergehen soll? Ist das irritierend? Ich ignoriere das jetzt. Ich dachte nur gerade eben, er ist jemand, wer hier in dem Haus drin war. Manchmal schleichen die sich ja doch hier so ein bisschen herum. Diese komischen Kreaturen. Wenn man nicht. Kreaturen. Passt. Leiter wieder platzieren. Nein, doch nicht dahin. Sag mal. Jetzt kriege ich die Leiter nicht mehr. Erst die Leiter platzieren, dann die Tür machen. Am besten. So. Die Tür wieder. Bitte Schwierigkeit. Das muss so. Ach, die. Geh wieder runter. Das irritiert mich aber echt, dass da das angezeigt wird, ne? Dann können wir die Gaupe machen und den Wohn repariere ich schon mal. Ich hätte gedacht, ich wäre schneller mit dem Nebenhaus. Aber ich halte mich hier mit Sachen auf. Ist ja auch okay. Ist nicht so. Das ist brutal, ne? Weil man dann denkt, oh, das könnte ich ausprobieren. Wie würde das denn aussehen? Finde ich ganz cool. Um dann für sich das Optimale zu finden, weil es ist ja auch doch sehr subjektiv, was man hier jetzt für irgendein Holz oder Gestein oder Kombination oder so hübsch findet. Repariert? Ich würde hier gleich weitermachen, also an dem Häusle bauen. Genau, da geht's gleich weiter.